Hallo meine lieben Freunde und danke, dass ihr bei mir wieder eingeschaltet habt. Ich bin Nero und wir spielen natürlich eine weitere Folge hier von Shelterort. Und ich muss zugeben, es ist schon eine gewisse Zeit her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. So. Hatte mir eine kleine Sommerpause verdient, wie es wahrscheinlich die meisten von euch natürlich auch tun. Gibt ja immer so gewisse Zeiten. Ach, guck mal, hier unten auch eine Toilette. Naja, egal. Jetzt habe ich den Typen, wo immer der ist hier hinten. Dann geht er auch mal auf Klo und dann kann er es auch gleich mal reparieren. Und, er hier hat ein bisschen mehr. Er hat nämlich Durst. Dann trinkt er mal ein bisschen Wasser. Und dann benutzt er mal die Toilette. Alle wollen die Toilette benutzen, deswegen haben wir ja schon zwei. Nachfüllen brauchen wir hier direkt noch nicht. Jetzt, okay. Kann gleich wieder hochklettern, weil die mag klettern. Duschen ist bei dem jetzt runtergegangen? Warum da das? Na gut, dann geht er schlafen. Dann kann er sich da oben wieder hinstellen. Timmy hat Durst. Nein, ich weiß, dass es Seppel ist, aber Timmy finde ich gerade passt gerade ziemlich gut. Und wo ist er hier? Okay, sie steht auch drüber. Wir kriegen wieder Flur, das brauchen wir nicht. Nein, lauf da nicht rein. Oh. Status. Sind die eingegangen oder? Ich glaube ja, ne? Und ansonsten, ich weiß, dass oben links noch etwas war. Ich wollte eigentlich mal die Karte kunden, ansehen. Ach, da unten. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn das? Den geht's gut hier oben. Oh, jetzt gibt's auf die Fresse. Das ist ja mein Kampftrupp, dementsprechend muss es jetzt auf die Fresse geben. Und während die da oben sich probieren, da eine, ihr wisst schon, macht der hier mal... Achso. Ich würde mit dem Wagen eigentlich mal gerne fahren. Kann er das auch mal lassen? Wobei, ach komm. Schnell! Gut. Wird repariert? Ach so, ich habe daneben geklebt, mich schon gewundert. Zerlegen? Aber ich möchte es nicht zerlegen. Objekte recyceln. Zerlegen. Ach, das ist ein Betrieb, deswegen. Okay. Mein Fehler. Gucken, ob wir noch was haben können, was wir recyceln können. Was wir in der Zwischenzeit nämlich eingesammelt haben, während das da so durchlief. Gasmasken haben wir ja auch inzwischen ein paar. Ne. Haben wir ja schon alles recycelt. Sehr schön. So stelle ich mir das vor. Sehr gut. Hier oben ist alles heil. Wie wir das Auto bedienen? Ich habe keine Ahnung. Weiß das einer von euch, wie ich das blöde Auto benutze?
können aber mal eigentlich mal wieder eine Expedition machen, oder? Noch eine. Wen nehmen wir denn da mal? Irgendeiner, bei dem die Werte gerade ein bisschen vernünftig sind. Ja, komm, nehmen wir ihn hier. Mit Seppel. Ja, nur ein bisschen schmutzig, passt schon. Warum sind die anderen? Hier sind wir und irgendwie ist die Karte defekt nach dem letzten Update, ne? Es gab nämlich ein kleines Update. Aber ich... Ach. Mit dem Wagen, geil. So macht er das also. Da ich nicht weiß, wo ich lang fahre. Mache hier mal so eine Megatour. So. Wasser okay, Benzin okay, bestätigen. So, als allererstes, damit er mir hier nicht wegstirbt, ausrüsten. Und ausrüsten. Ach so, weil die im Wagen sind, dann brauchen die keinen Rucksack. Ah. Ja, wir müssen uns ja hier mal durchprobieren, ne? Und ich weiß, dass diese Mega-Axt, die nimmt er jetzt mal hier. Granate, finde ich, kriegt er auch noch. Ich bin ja mit denen nicht so auf Krawall gebürstet. Mir fehlt hier ein Ziehbalken, aber man weiß ja nie, man weiß ja nie. Wobei, eine Blendgranate sollte, glaube ich, reichen, oder? So. Ja, ich klicke mich wieder hoch. Ich kann leider nicht gedrückt halten, das habe ich auch schon gerade nochmal probiert. Schade eigentlich. Aber ausrüsten... Ausrüsten, dafür müssten die ja schon stark genug sein. Und Munition. Oh, da. Wie viel Energie kriegt er mal? 8 Schuss sollte reichen. So, jetzt können wir also auch das Benzin dafür noch mitgebrauchen. Steigt jetzt ins Auto ein. Jo, geil, Tatsache. Schnauze, keiner hat Hunger. Deswegen wirst du eine lange Zeit noch da hängen. Reservefleisch, Reservefleisch, Leute. Das geht jetzt aber viel flotter, habe ich das Gefühl. Also noch flotter als vorher. Weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Jetzt fährt es. Tschüss, Auto. Mechaniker freigeschaltet. Weil wir mit dem Auto durch die Gegend browsen. So, schlafen tut er. Sehr gut. Der Wert war nämlich schon ganz schön hoch. Genauso wie von ihr hier. Also irgendwie haben sie die Werte wieder hier so geschraubt, dass das deutlich flotter geht. Mittelmäßig gut. Boah, hier. Opfer dich für die Katze, Gier. Wie heißt die? Siegfried. Friss. Und Schnauze. Kriegst eine doppelte Portion.
Tatsächlich nimmt er da Frischfleisch für. Soll er doch. Wir kriegen überhaupt gar keine Nachrichten, fällt mir auf, ne? So, wie sieht's mit dir aus hier? Du kannst mal Funksprüche abhören. Ich habe gelesen, dass ein paar Leute dieses Spiel in Anführungsstrichen durchgespielt haben sollen. Geht das überhaupt? Natürlich so ein kleiner Antrieb. Die bewegen sich überhaupt nicht mehr, kann das sein? Bewegen sich dafür umso schneller. Gut, die haben ja auch ein Auto, aber was ist denn hier los? Das finde ich ganz schön uncool, um ehrlich zu sein. Ich warte noch mal ein bisschen. Wenn ich jetzt keine Städte und nichts mehr sehe, weiß ich überhaupt nicht, wo ich looten soll. Das ist ja alles, was ich gefunden habe, weg. Das war richtig kacke. Macht mich gerade ein bisschen unzufrieden. Ich glaube, der Patch kam gestern, ehrlich zu sein. Der letzte. Oh, es regnet. Und wir haben noch so viel Wasser. Dann glaube ich aber auch, wenn die jetzt mit dem Auto rumfahren und es gibt keine Städte mehr auf der Karte oder Sachen, die die finden können, dass ich auch kein weiteres Benzin mehr bekomme. Was mega kacke wäre. Ich bin ja mit der Voraussicht da lang gefahren, dass ich auch wieder neues Benzin finde. Aber ich glaube, irgendwie ist das Looten hier mit der Karte... Ja, guck mal, die bewegen sich überhaupt nicht mehr. Ja, ist komplett verbuggt. Ich bin also jetzt gerade an einem Punkt angekommen. Ich habe denen jetzt mal einen neuen Befehl gegeben. Wo ich glaube, ich gerade nicht mehr spielen kann. Ich bin ganz ehrlich dazu geneigt, gerade mal damit aufzuhören, weiterzuspielen und mal gucken. Ja, guck mal, die bewegen sich nicht. Das ist richtig mies verbuggt. Und die fahren hier völlig umsonst durch die Gegend. Ich höre jetzt mal tatsächlich auf und warte, ob ein Patch da ist. Obwohl, die bewegen sich auch nicht weiter als der Knoten. Die fahren bis zum nächsten Knoten. Hier ist ja ein Knotenpunkt. Also hier, das sind diese Flaggen. Und ab da gibt es keine Bewegung mehr. Ach komm schon, das ist doch mies, Alter. Na gut, liebe Leute, dann, Mach ich das noch heilen? Sonst vergesse ich das. Haben die da das leider kaputt gepatcht? Sehr schade drum. Na gut, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß hier noch an diesem Spiel gehabt. Dann macht mal einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ich hoffe, dass wir uns dann auch in der nächsten Folge wiedersehen. Ich muss tatsächlich warten, bis hier ein Patch rausgekommen ist, weil ihr seht, ihr geht gar nicht. Ich kann keine Expedition mehr machen. Das hat keinen Sinn. Den Wagen lasse ich dann noch gleich hier durchfahren. Deswegen will ich hier speichern, damit er von hier aus weiterfährt. Es ist natürlich ärgerlich, dass ich die jetzt hier zurückgerufen hatte. Ich dachte vielleicht, wenn ich denen einen neuen Befehl gebe, dass sie dann auch sich bewegen. Aber die hängen hier an dem Punkt fest. Ich sehe keine Städte und nichts. Es bringt gerade nichts mehr, das Spiel. Es tut mir leid, ich wusste es nicht. Normalerweise sind die Patches alle bis jetzt gut gewesen. Dass der jetzige Patch das so kaputt gemacht hat, konnte ich nicht wissen, weil dann hätte ich jetzt ja gespielt ohne Aufnahme.
Wie gesagt, wenn es euch trotzdem gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben lassen. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Macht euch also keine Gedanken, wenn jetzt das nächste Mal ein, zwei Folgen ausfallen werden. Je nachdem, wie schnell die Leute hier mit dem Patch sind. Das sehe ich dann ja. Alles klar. Trotzdem danke, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.